Mein Gott, ist das staubig. Wo habt ihr das denn schon wieder ausgebuddelt? Hallo und willkommen bei Tiny Tommy. Heute möchte ich einmal wieder ein cooles Spiel aus dem Jahre 1972 vorstellen. Also ein Retro-Spiel. Dieses Spiel heißt Hinterhalt von MP-Spieler. Und das habe ich früher als Kind sehr gerne gespielt. Wie man das schon unschwer an diesem Kind erkennen kann, mit diesem Rollpullover, das hat man ja früher immer getragen. Und der Herr sieht auch ein bisschen oldschool aus mit seinen langen Haaren und Koteletten. Ja, Freunde, dann würde ich mal sagen, packen wir das Ganze mal aus und dann zeige ich euch mal, wie das so funktioniert. Ja, bis gleich. Dann wollen wir das mal vorsichtig öffnen, nicht, dass da irgendwelche Fliegen oder alte Mücken noch rauskommen, ne? Man weiß das ja nie so ganz genau. So, was haben wir anzubieten? Zunächst einmal das Spiel in einem sehr guten, tadellosen Zustand. Dann haben wir die Bedienungsanleitung, die steht hier hinten drauf. Ist eigentlich ganz simpel und ist für 4 Spieler und 7 bis 70 Jahre geeignet. Naja, jetzt schreibt man ja 7 bis 99 Jahre drauf. Ja, Freunde, jeder kann sich nachher eine Farbe aussuchen. Grün, Rot, Blau oder Schwarz. Jeder sucht sich am besten noch ein Kästchen aus. Entweder das, das oder das. Und so wird das Ganze gespielt. Zunächst einmal muss sich jeder eine Farbe aussuchen. Ich nehme Grün. Der Gegner würde jetzt Schwarz nehmen. Jetzt müssen wir erstmal alle Schalter auf Ausgangsposition stellen. Zum Beispiel die Roten alle nach außen und die Weißen nach hinten alle. So, zum Beispiel. Jetzt darf sich jeder ein Feld aussuchen. Ich nehme zum Beispiel das, Schwarz nimmt sich das. Ist egal, wo er die Kugeln hinpackt. Packe ich da eine hin. Schwarz könnte jetzt auch hier eine hinpacken. Ich packe eine dahin und Schwarz wieder hier. Zack. Bis alle Kugeln aufgebraucht sind. Bam, bam, bam. So, und jeder ist jetzt abwechselnd dran. Ich fange zum Beispiel jetzt an und versuche irgendwie die schwarze Kugel in das Loch zu schubsen. Natürlich nehme ich jetzt diesen hier. Man darf immer nur ein Feld schieben. Klack, oh, cool, eine Kugel ist drin. Jetzt ist Schwarz an der Reihe. Schwarz nimmt jetzt dieses Feld. Oh, und hat gleich 2 von meinen versenkt. Unglaublich. So, jetzt wäre ich wieder an der Reihe und nehme dieses Feld hier. Oh, jetzt habe ich Schwarz versenkt. Genau. Jetzt ist wieder der nächste dran. So lange, bis seine Farbe übrig geblieben ist. Also heißt, ich müsste jetzt gewinnen, indem ich alle Schwarzen versenkt hätte. Jetzt hätte ich zum Beispiel gewonnen. Coole Sache. 4 Spieler natürlich. Und um die Kugeln wieder zu holen, müsst ihr einfach nur einmal schütteln. Und hier sind die Kugeln wieder da. Coole Sache. Nachdem ich euch die Spielregeln erklärt habe, wollen wir natürlich mal eine kleine Runde spielen. Ich habe mir mal James Sculetti dazu geholt, das ist unser Kameramann. Darum ist die Kamera auch immer so schief und krumm. Jetzt habt ihr die Antwort darauf. So, fangen wir an. Ich fange an, ich habe Grün, er hat Schwarz. Jeder darf einmal. Ich fange hier natürlich mit dem an. Oh, eine Kugel schon versenkt. Jetzt er rein. Ja, das war wohl nichts. Jetzt bin ich wieder dran. Knack, knack. Der hakt ein bisschen, der kleine Freund. Ah, cool, wir haben 2 Stück auf einmal. Immer nur ein Zug. Er hat es leider noch nicht ganz verstanden. So, dann bin ich wieder an der Reihe. Leider nicht. So, jetzt bin ich dran. Lack. Eine Kugel noch. Er hat eine von meinen erwischt. Verdammt.
gewonnen. Natürlich wie immer. Ja, Freunde, coole Sache, ne? So, dann kommen wir gleich mal zu meinem Fazit. Bis gleich. Mal gucken, wie das von unten aussieht. Ob man den Trick irgendwie durchschauen kann? Nee. Oder könnt ihr was sehen? Auch nichts, ne? Naja, Freunde. Egal, das soll es ja wieder für heute gewesen sein. Ich hoffe, meine kleine Retro-Zeitreise hat euch ein bisschen gefallen. Das Ganze kann man noch bei eBay kaufen für 10 bis 25 Euro, je nachdem, wie ihr das ersteigern könnt. Es gibt noch eine etwas ältere, jüngere Version. Da sieht der Junge ein bisschen moderner aus. Und ich glaube, es ist auch neuerdings eine neue Version rausgekommen unter einem anderen Namen. Falls ich die finden sollte, packe ich sie natürlich in die Textdatei rein. Ja, Freunde, mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben lassen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Tiny Tommy. Spuletti, fangen wir mal an. Jeder darf einzupacken. Wie heiße ich? James Scoletti. So, dann kommen wir gleich zu meinem Fazit. Bis gleich. Stimmt beschummelt, ey. Was hast du schon vorher geguckt, wo du am besten was erwischt? Du Arsch. Echt? Ich will noch eine Runde. Freunde, James Scoletti hat mich nochmal zu einer zweiten Runde eingeladen. Ja, da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Am klügsten ist es immer, die auf die weißen Felder zu stellen. Jeder darf immer abwechselnd eine reinstellen, bevor es losgeht. Haben wir schon mal gemacht, um euch nicht zu langweilen. Und los geht's. Verlierer fängt natürlich weiter. Ja, jetzt bin ich wieder an der Reihe. Eine von meinen versenkt, verdammt. Und man darf natürlich nicht den gleichen nochmal ziehen. Ja, cool. Nein, ich habe verloren. Verdammt. 1-1. Coole Sache.